Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The House of Da Vinci. Hier wären wir mal wieder. Also wir haben das letzte Mal hier dieses Ding angeguckt, aber wissen noch nicht genau, wie wir das Ding öffnen können. Da ist eine Öffnung hier. Und ja, das Einzigste, was ich noch da drüben gesehen habe, ja, ich musste leider die Aufnahme wegschmeißen, aber es waren nur 5 Minuten. Also das Einzige, was wir hier noch gefunden haben, das sind hier neue Donator-Bücher hier. Ja, da haben wir N bis Z zum Beispiel. Da stehen halt wieder Namen von den Supportern drin hier. Wo donated haben hier. Ja. Viele Richards habe ich hier gesehen zum Beispiel. Ich kann ja mal hier ein bisschen durchscrollen, damit ihr das seht. Und wer sich da dann das durchlesen will möchte oder seinen Namen sucht, der muss halt pausieren. So, daneben hier steckte so ein Zettel, so ein Bauplan. Und das war eigentlich nur eine Errungenschaft, habe ich irgendeine Druckerpresse bekommen. So, hier unten ist das andere Buch. Das ist jetzt H&M. Das ist dann alles hier. Ja, da habe ich ja sogar in einem anderen Buch einen alten Bekannten gesehen. So durch Zufall, dass der halt am Ende stand hier in der G. So, also hätte ich das Spiel damals mal schon gekannt, hätte ich vielleicht auch supportet, weil ich mag ja solche Spiele, ja. Gut, ich habe mich jetzt ja dann auch jetzt hier schon mal ein bisschen umgeguckt, also versucht hier was rauszufinden, aber ich weiß einfach nicht. Hier zum Beispiel in den Balken sieht es ja so aus, als könnten wir hier was aufmachen hier zum Beispiel. Oder man könnte hier was aufklappen. Aber man kann hier nichts verschieben. Das funktioniert nicht. Hier ist irgendwie... Da ist zwar was, aber man kann das nicht nach oben schieben oder sonst wie was. Keine Ahnung. Ich möchte ja ungern eigentlich so Hilfefunktionen im Spiel verwenden. Aber ich komme jetzt gerade hier nicht wirklich weiter. Ans Fenster komme ich nicht. Wir können ja mal lesen, was da ist. Hinweis. Da ist eine verzierte goldene Platte in einem geöffneten Helm, aber nicht mehr kann ich nicht sehen. Warte mal. Ja, das ist halt, jetzt habe ich zwar schon mal einen Hinweis gezogen, naja, gut, die Platte, die, ja gut, stimmt, die haben wir nicht untersucht näher. Die hier, genau. Gut, okay. Ja, das Achievement ohne Hinweise durchzukommen, haben wir wahrscheinlich schon verspielt jetzt hier mit. Okay. Wie kriege ich die Platte auf? Oder warte mal, vielleicht ist da wieder ein Mechanismus da drin. Aha. Gut, wie funktioniert das? Das ist ein Zahnrad, das kann man bewegen. Aha. Das kann man auch bewegen. Aha. Und jetzt kann man hier das... Es ist wie, als würde man mit der Hand da reingreifen und es dann nehmen. Eine Rose aus Holz. Schönes hölzernes Ornament. Okay, das wird uns schon mal weiterhelfen wieder, ne? Gut, natürlich habe ich nicht mehr dran gedacht, dass ich da oben noch was drin verbergen könnte. Gucken wir mal, ob dieses hölzerne Ornament hier passt. Warte mal noch ein bisschen rein. Nee, plus... Ach, das ist wieder, man muss das wieder irgendwie zusammenstecken mit irgendwas anderem. Da hinten ist nur eine Öffnung. Okay. Ja gut, dann gucken wir doch nochmal, ob man vielleicht doch noch irgendwas... Dass wir hier irgendwie an der Figur doch noch was hätten oder so. Ja gut, das ist jetzt... Ah, da war noch ein Gegenstand. Das habe ich natürlich gleich nicht gesehen, ne? Gegenstand gefunden, ein Stück Draht. Mann! Ich habe natürlich wieder nicht ganz genau hingeguckt. Ich habe ja noch gesagt, man muss in dem Spiel genau hingucken. Geht der Draht hier hinten machen? Nee, ne? Okay, nee, okay. Der Draht hat mit diesem Ornament oder mit der Holzrose nichts zu tun. Aber vielleicht passt der Draht in diese Öffnung da rein. Nö, auch nicht. Also das hat damit auch nichts zu tun, aber wir haben hier noch das Kästle. Ich würde mal... Ja, ich weiß, dass es Elfenbein ist. So, vielleicht kann ich hier was machen. Aha. Oh, da geht eine Schublade auf. Ah, da ist das fehlende Ornamentstück. Teil eines hölzernen Ornaments, aber das wird nicht dazu passen. Ich weiß aber, wo es hinpasst. Nach der Form, ja. So, den komischen Haken kriegen wir jetzt nicht mehr. Gut, also ist das hier auch der Schlüssel für oben nicht gewesen. Aber das Ornament wird hier passen. Also das sieht danach aus, ganz stark. So, bringen wir das mal an. Und schieben die Teile zusammen.
So, was ist jetzt passiert? Oh, hä? Ist das eine Truhe? Nee, das ist. Ah. Das ist irgendeine Scheibe mit Feder. Nee. Messingschraube, okay. Das ist keine Feder. Ist ja lustig. So, dann sind wir doch hier ziemlich erstmal fertig, weil den Schlüssel haben wir eben noch nicht. Ich glaube, dass wir diesen Messing-Schraubendinger hier irgendwie hier einführen können jetzt, oder? Nee. Oder vielleicht, warte mal, vielleicht können wir die Rose damit zusammensetzen. Ah, drehen. Bin ja noch gar nicht drin, das quietscht schon und ich bin noch gar nicht hier freigeschraubt. So, da hinten ist auf jeden Fall ein Vierkant. So, Gegenstand vollständig, hölzerne Rose. So, hallo, da bin ich wieder. Ja, da muss ich jetzt mal schneiden. Der Grafikkartentreiber war irgendwie wieder mal abgestürzt anscheinend. Das habe ich einmal, wie gesagt, alle paar Mal, irgendwann mal, alle Jubeljahre mal. Gut, das weiß ich nicht, ob da vielleicht irgendwie irgendwann die Karte mal wieder kaputt geht oder ich weiß es nicht, oder halt das Treibersache ist, dass die da ein schlechtes Support eingebaut haben hier. So, wir haben diese Holzrose zusammengebaut hier. So, die werden wir jetzt mal probieren, ob wir die hier einsetzen können. Hei, was passiert denn hier? Ah ja, das klappt sich auf jeden Fall auf, das haben wir schon vermutet. Ah ja, okay. Moment mal, jetzt muss ich mir das ganze Ding mal angucken hier. Das sind verschiedene Sachen, okay. Wir müssen jetzt anscheinend erstmal mit dem hier vorlieb nehmen. Ich weiß halt noch nicht, was hier los ist. Kann man die Felder irgendwie aktivieren? Ah nee, die gehen dann auf, wenn man da hier fährt. Also müssen jetzt mit dem Ding hier versuchen, irgendwie wo durchzukommen. Ach je, das ist, die klappen sich da wieder zu. Ich muss doch hier nach oben kommen, ja, komme ich? Ja, nee, das funktioniert so nicht. Das auch nicht. Alles klar, da muss ich unten rum. Den geraden hier, genau. So, ups. Das war ein bisschen schnell. Hier komme ich nicht durch. Jetzt muss ich vielleicht da drüber. Ja, gut, so längs. So, okay. Jetzt fährt es automatisch. Das muss ich nicht hier gerade machen. Jetzt kommen wir ins nächste Segment hier. Ja, und jetzt hat er. Ah ja, okay, da geht's weiter. Viele Möglichkeiten haben wir doch da gar nicht, ihr Scherzkekse. Ja, wie soll ich denn jetzt das machen? Kann ich hier. Ah, man kann hier Sachen verschieben. Das ist ja interessant. Okay, das hilft uns auf jeden Fall weiter. So, das müssen wir auch rüberschieben hier. Ich meine, das ist ja eigentlich schon zu einfach, ne? So, was war das? Das eine ist eine Kreuzung, das andere eine Ecke. Ich werde mal das rüberschieben. Ah ja, passt schon. Da brauchen wir gar nicht viel machen. So, perfekt. Da sind wir durch. Jetzt kommt die nächste Stufe hier. Fährt das Ding wieder automatisch weiter. So, das eine ist rund. Aha, man kann das hier drehen. Erstmal weiter. Ah ja. So, die Dinger kann man drehen, wie man es braucht. Warte mal, geht es auch, wenn ich die Rose da drauf stehen habe? Nee. Es lässt sich nicht mit der Rose drehen. Das lässt sich drehen. Vielleicht kann man das so machen und dann wieder drehen. So. Huch. Das ging jetzt ein bisschen schnell, ein bisschen ruckartig. Moment, wir versuchen das mal. Ah ne, da komme ich ja gar nicht rüber. Ah, ich habe eine Idee. So rum. So drehen. Nach oben fahren und das hier verdrehen. So. Jawohl, das war das Feld. Ja, sehr schön. Alles klappt ja ordentlich hier. So. Und wieder sowas zum Verschieben. Gucken wir mal, was wir da haben. Ja gut, das funktioniert schon mal gar nicht hier. Das Drehteil hier könnten wir verwenden. Das bringt uns nur in dem Fall nichts.
Ich würde mal vorschlagen, wir drehen das hier rüber. Das ist auch eine Drehscheibe, okay. Ah ja, da müssen wir wieder den einen Trick anwenden. Also, warte mal. Die Kachel können wir jetzt gar nicht bewegen. Ah, jetzt hat er vielleicht. Nee, doch nicht. Oder ich muss erst hier hin. Und muss das hier. Oh, jetzt wäre es fast rausgekupft. Dann gehen wir mal hier hin. Aha. Gut, das muss ich wahrscheinlich drehen. Und mal hier rüber gucken. Aha. Ja, ich brauche keinen Hinweis. Dankeschön. Das Kreuzteil muss hier irgendwo hin, wo ich dann das benutzen kann, wahrscheinlich. Ich habe da vielleicht schon eine Ahnung, aber okay, das muss anders gehen. Da muss ich hier oben rein, muss hier drehen. Das hier muss rüber. Und das hier, okay, da kann man wieder. So. Den hier hochdrehen. Den hier rüber drehen und dann ist es eigentlich schon perfekt, oder? So, jetzt blüht die Blüte auf. Aha. Ein Schlüssel. Kleiner Schlüssel. Ja, der zwar in der Rose versteckt, ist ja interessant, ne? Also das finde ich genial gemacht hier. Wow. Ich war es nicht. Aha, jetzt fährt die Lampe ein. Ja, gut, nicht ganz. Das hier unten sieht aus wie ein Kompass, ne? Ja, das ist aber auch gefährlich hier. Da kann man ja reinfallen, ey. So, jetzt haben wir hier wieder was. Ach, da oben brauchen wir jetzt so einen Stern. Aha. Warte mal, jetzt haben wir aber erstmal den Schlüssel. Den Schlüssel könnten wir erstmal hier oben einschieben. Mal schauen, ob da was passiert. So, hier. Kann ich nochmal einen weiter ran? Oder wie schaut's aus? Nö. Das will er gerade nicht. Ja, wir probieren es mal. Geht's von hier aus schon? Ja. Funktioniert. Und jetzt drehen nach links. Aha. Jetzt öffnet sich das Ganze hier. Was ist denn das hier? Gegenstand gefunden. Reich verziertes Siegel. Aha. Sonst irgendwas in der Kiste? Nee, das ist leer jetzt. Okay. Ja, gut. Jetzt sind wir hier fertig, ne? Haben alles ausgeplündert. So, können wir das Siegel vielleicht verwenden? Jetzt gucken wir mal. Okay, ja, das ist so ein vierkantiges Ding. Huch! Ich habe das einfach nur nach oben gezogen. Vollständig, okay. Ausgerichtetes Siegel. Ah, jetzt ist hier unten ein Stern. Das habe ich jetzt gar nicht hier erwartet, dass es auseinander geht. Ja, jetzt haben wir den Stern. Das ist ja perfekt hier schon mal. So, per Zufall hier, Intuition. So, eingerastet. Aha, das geht wie so eine Kamerablende auf hier. Irisblende nennt man sowas auch. Ah, da sind Kristalle drin und ein Lichtstrahl. Das kenne ich schon, so Sachen hier, so Spielereien. Müssen wahrscheinlich die Kristalle so ausrichten, dass das Licht irgendwo auftrifft, wo es hin muss. Wahrscheinlich hier. Nö, okay. Ja, ich weiß auch nicht, ob man jetzt alle hier. Das kann man auch nur begrenzt drehen, okay. Der ist gar nicht angestrahlt. Wohin geht der jetzt hier? Der kann man hier einmal drehen irgendwie? Ja. Na. Es geht ein bisschen schnell hier. So, vielleicht so. Vielleicht muss es auch so sternförmig hier ausgerichtet sein. Aber naja, hier geht nicht wirklich drehen, so wie wir es bräuchten. Okay, mal so. Jetzt leuchtet der da drauf. Und der hier jetzt rein. Okay, reicht schon. Die Irisblende geht wieder zu. Oh, da leuchtet jetzt der Strahl hier auf das Buch hier hinten. Das mit dem Rücken hier, oder? Nee, ich habe jetzt ja gedacht, das Buch, das hier ist auffälliger. Gegenstand gefunden, Buch mit Ledereinband. Okay.
Ja. Und da ist noch eine Öffnung, ne? Doch nicht. Ja, was ist das für ein Buch? Buch mit Ledereinband. Wollen wir doch mal reingucken. Lass mich doch mal. Geht es hier? Hallo? Hä? Aha. Man kann den Einband hier wegklappen, oder wie sehe ich das? Aha, interessant. Ich wusste, dass du es schaffst. Die folgenden Zeilen sind nur für deine Augen, weshalb ich sie an diesem Geheimort verborgen habe. Unsere Feinde stellen immer mehr Hindernisse für das Wissen dar und wollen doch mehr wissen, als sie verstehen können. Du hast bewiesen, dass du einen offenen Geist hast und es verdient hast, und es verdienst, das zu sehen, was für die Augen anderer unsichtbar bleiben muss. Ich überlasse dir meine letzte Erfindung. Ich habe sie das Oculi Tempus genannt. Es hilft dir, in die Vergangenheit zu sehen und so den Durchgang zu meiner geheimen Werkstatt zu finden. Achte auf das Ungewöhnliche. Wende dich dem Außergewöhnlichen zu. Halte deinen Verstand scharf und deine Augen offen. Oculi Tempus. Ja, Temporal Tempus. Oculi. Ich kenne Oculi. Oculi sind Punkte beim Mittelalter. So, okay. Was? Oculi Tempus? Also bestimmt eine Taschenuhr, oder? Aha, das kommt ja unten in den Handschuh rein. Sehr interessant gemacht. Jetzt haben wir beides. Ich habe ein weiteres nützliches Gerät gefunden. In seinem Brief nennt der Meister das Oculi Tempus. Ich muss herausfinden, wie es funktioniert. Okay, da kommt wieder der Tutorial. Klicke auf das Linsensymbol und ziehe es nach unten, um das Oculi Tempus zu benutzen. Ah, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, hoch oder runter, je nachdem, was wir wollen. So, nach unten. Ich soll dieses unglaubliche Gerät benutzen, um nach ungewöhnlichen Dingen zu suchen. Ich sehe etwas in der Ecke des Raumes. Klicke doppelt auf die Flächen auf dem Boden und in der Ecke des Raumes. Hä? Ach, hier. Zeichne die geometrische Form so präzise nach, wie du kannst. Ach nö, nicht schon wie bei Harry Potter so ähnlich. Also ich sehe jetzt ein rotes Dreieck. Oder so ähnlich wie ein Dreieck. Du siehst nun ein kleines Stück aus der Vergangenheit. Du kannst in der Zeit vorwärts und rückwärts gehen. Suche nach Hinweisen, die dir weiterhelfen. Okay, hier kann man. Aha, da läuft jemand. Ach, das ist Leonardo. Aha. Dann legt seine Hand hier oben auf die Platte und dann. Okay. Alles klar, dann tun wir das doch auch mal. Aha, eine Geheimtür hinterm Bücherregal. Ja, wer hätte das denn gern das gedacht, ne? So, jetzt gehen wir mal hier rein. Ja, schauen wir mal hier in die Bibliothek nach und dann gehen wir raus. Hä? Moment. Ach, da oben läuft jemand. Eine geheimnisvolle Gestalt. Oh, das ist des Meisters Werkstatt. Die geheime Werkstatt des Meisters. Ich hatte keine Ahnung, dass man von hier zur Bibliothek kommt. Und wer hat mich von oben beobachtet? So, jetzt haben wir hier wieder was Interessantes. Da ist gleich was auf dem Tisch, eine Kerze und so weiter. Und so komische Sachen. Da liegt ein Brief. Der wird mich gleich mal interessieren. Die Feder liegt auch noch da. Willkommen an dem Ort, an dem ich die genialen Kriegsmaschinen für den Herzog von Romagna entstanden sind. Herzog von Romagna. Alles klar. Das Katapult, der Belagerungsturm, Maschinen, die während einer Belagerung effektiv kämpfen können, während sie gleichzeitig Schutz für die Soldaten und Bediener im Inneren bieten. Ich wollte dich hier treffen, doch ein verdächtiges Geräusch hat mich aufschrecken lassen, oder was? Ich kann nicht genau sagen, was es hier heißt, aber ja.
Ich hatte keine Wahl. Ich musste selbst nachsehen, was das war. Dieser Ort muss unter allen Umständen geheim gehalten werden. Schau dich um, bis ich zurück bin. Ich bin außerordentlich neugierig, was du zu einigen meiner Erfindungen sagen wirst. Okay. Da liegt noch eine Feder, die können wir aber nicht mitnehmen. Ja, das scheint hier eine dieser Kriegsmaschinen zu sein. Im kleinen Maßstab. Gut, gucken wir uns doch die mal genauer an. Geht es? Nö. Okay, das sind zwei so Schwungbögen. Da muss man was aufziehen. Alles klar. Ja, da muss man was reinstecken. Was ist denn das hier? Auch noch eine Öffnung. Gut, damit kann man jetzt im Moment noch nichts anfangen. Was ist denn da? Das ist ein Haltegriff oder was? Nee, das ist der Kartenständer, okay. Da müssen wir uns den Tisch mal noch näher ansehen. Was ist das hier zum Beispiel? Das geht nicht, okay. Da ist ein Wappen. Na, das Wappen bringt uns nicht weiter. Oder können wir hier wieder was mit dem Okuli da gucken hier? Oder mit einem anderen Okuli vielleicht? Nö, auch nicht wirklich. Gucken wir uns mal das hier am Tisch an. Da ist ein Knopf oder was? Ne, da muss man was einsetzen anscheinend. Und dann öffnet sich hier irgendwas. Alles klar, da haben wir noch nichts hierfür. So. Dann gucken wir uns hier mal an. Das sieht ja aus wie in der Kirche hier mit diesen Kreuzen da und sowas hier. So, hinten ist es ein bisschen finster, würde ich sagen. So, kann ich mir mal die Bilder angucken oder die Werkbank hier? Hallo? Ne, da komme ich nicht hin, da kann ich so viel klicken, wie ich will. Mist. Hier ist ein Seil. Warte mal, hier sind Rollen. Warte mal, kann ich vielleicht hier über den Tisch rum? Ne, kann ich auch nicht wirklich. Kann mich hier ganz schlecht im Raum bewegen, das ist auch irgendwie ein bisschen blöd. So, hier ist doch auch noch was. Nein, wir können ja noch mal mit unserem Okuli rumgucken hier. Ist das jetzt Zeit-Okuli oder nicht? Na egal. Wird nichts im Okuli machbar sein. Warte mal, können wir hier noch irgendwas machen? Ah, Moment mal, die Soldaten sind abnehmbar. Oder drehbar, die Ritter. Ist ja lustig, die Ritter sehen geil aus. Ich habe ja so ein Fable. Oh, instinktiv richtig gemacht. Sie sehen richtig geil aus, die Figuren, finde ich. Also jetzt, ja, sorry, wenn ich das geil sage, aber. Hä? Der trägt ein Schild mit so einem Splint hier. Den muss ich nicht drehen, nee, ne? So, das nehme ich mir mal. Ein Holzrad gefunden. So, da verschwindet er wieder, weil ich jetzt sein ganzes Ding genommen habe, oder wie? So, hier kann man auch drehen. Aha. Da kann man eine Fahne ausfahren. Das ist ja geil gemacht. Geht es hier auch? Ja. So, jetzt habe ich wieder irgendwas gemacht. Okay, da kommt ein Rad, ein Holzzahnrad raus. Jetzt ist ja die Seite schon mal einsatzbereit. Alles klar. Und die andere Seite, da müssen wir wahrscheinlich irgendwo das Holzrad einsetzen. Hier wahrscheinlich. Oder? Hallo? Muss ich das mal ranzoomen? Ja. Nö. Nö. Okay. Aber das muss doch hier. Das hat einen Vierkant hinten dran. Und wird es nicht hier ein? Okay, das. Na, passt ja nicht. Ist ein Vierkant, genau. Warte mal, vielleicht können wir das ja hier einsetzen in den Schlitz hier. Auch nicht. Kann man da was aufklappen? Nö. Warte mal, lass mich doch mal das genauer angucken. Hier ist auch noch was. Hier ist ein Vierkant. Geht es hier nicht rein? Nö, auch nicht. Noch
irgendwas mit den Rittern zu tun? Oder kann man hier nochmal kurbeln? Nö. Ist echt geil. Echt genial gemacht, Leute. So, das Wappen hier, das kann man nicht irgendwie abnehmen, ne? Nö. Haben wir hier irgendeine geheime Mechanik oder so? Das könnte ja sein. Nein. Okay, warte mal. Können wir mit dem Rädchen hier irgendwas am Tisch machen? Da kann man nichts reinstecken. Nee, nee, das geht nicht. Da kann ich mit dem Rad nichts machen. Aber das Rad muss hier irgendwo. Warte mal, hier ist noch ein Kleppler hier unten. Das geht irgendwie nicht auf. Moment, kann ich die Dinger hier nicht rausziehen, diese Bolzen? Hallö. Ja gut, ich, wieso gehen die Bolzen jetzt hier nicht auf? Das ist verriegelt hier. Die können wir doch mit dem Finger rausdrücken, oder? Normalerweise. Nö, das geht nicht. Hier ist noch eine Klappe, glaube ich, oder? Ne, die Klappe ist ja nach oben gegangen vorhin. Und eine Seite drehen geht nicht, ne? Ist hier noch was? Nee. Ja, die Klappe, die kennen wir ja schon. Ah, da ist ein Vierkant. Da gehört das Rädle hin. So, dann kurbeln wir hier mal. Wir spannen jetzt hier das Geschütz, oder wie? Okay, ein rotes Steinchen. Aha, jetzt geht die Klappe hier auf. Ist das hier der Abzug oder was ist das hier? Was ist das hier? Kleines Gegenstand gefunden, kleines Metallstück. Das glaube ich, weiß ich, wo es hinkommt. Was ist das hier jetzt? Hui! Okay, ich habe hier hinten eine Laterne angezündet, wo mich an einen großen Globus-ähnlichen Gegenstand hier sehen lässt. Stück für Stück decke ich alle Geheimnisse in der Werkstatt des Meisters auf. Wahrscheinlich müssen wir jetzt ein paar Mal hier irgendwo hinschießen. So. Jetzt, ich gehe einfach nochmal her und kurbel nochmal. So, jetzt ist der Arm wieder unten. Jetzt könnte ich hier den Abzug drücken. Diesmal gehen wir aber auf die andere Seite und tun unseren neuen Gegenstand hier mal einsetzen, weil das habe ich schon gesehen, dass es hier reinpassen würde. Oder? Oder auch nicht. Gleiches Metallstück. Das muss doch, oder muss man da noch irgendwas mit. Das könnte doch hier reinpassen. Nee, nicht wirklich, ja? Warum geht es jetzt nicht? Das scheint, oder? Scheint doch nicht hier zu passen. Ja, aber hier geht es doch auch nicht rein in die Öffnung hier. Oder hier irgendwie was? So, jetzt kommen wir die Hilfefunktion. Oder passt es da irgendwie drauf, dass man das hier draufstecken muss? Nö. Nö. Ich glaube, das müssen wir irgendwie ganz zum Schluss machen. Hier irgendwo? Nö, auch nicht. Kann man das Ding jetzt irgendwie vielleicht rumdrehen? Mein gespannt ist es, oder ist es das Problem, weil ich das jetzt schon gespannt habe? Nein, wir können ja nochmal abschießen. So, die Laterne ist aber schon an. Da hinten sehe ich einen Bauplan hängen. Gut, Leute, aber ich würde mal sagen, wir machen mal einen kurzen Cut hier rein und machen dann in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch da recht herzlich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer guter alter Legolas. Tschüss.